Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Werner Jung, Direktor des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln und gleichzeitig auch Mitglied im Vorstand der Bild-Stiftung. Ich begrüße ganz herzlich Osman Okan, der Mitbegründer des Kulturforums Türkei Deutschland ist und Vorstandssprecher des Kulturforums ist. Und ich begrüße den Schriftsteller Doğan Akhanlı. Doğan Akhanlı ist sowohl dem Kulturforum als auch dem NS-Doc sehr verbunden. Und ja, schön, dass wir es schaffen, in dieser Runde zusammenzukommen. Wer heute Abend leider nicht dabei ist und eigentlich dabei sein müsste, auch die Hauptperson ist Dr. Fritz Pilz. Fritz Pilz ist leider erkrankt und kann deswegen heute nicht mit dabei sein, aber ich habe ihn 2 Tage vorher aufgesucht und seine Begründung, warum er das Kulturforum Türkei Deutschland dieses Jahr mit dem Fritz-Pilz-Preis auszeichnet, er und natürlich die Vorstandsmitglieder diesen Beschluss gefasst haben, das wird er gleich in seiner Rede begründen. Ja, und normalerweise wären wir heute Abend, so war es geplant, wir wären im NS-Doc gewesen und hätten dort mit Freundinnen und Freunden, mit Gästen zusammengesessen und diesen Anlass natürlich gebührlich dann gefeiert, begangen. Das ist nicht möglich. Und warum das nicht möglich ist, sagt uns auch unter anderem Dr. Werner Jung. Lieber Werner, du hast das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, liebe Schilla. Herzlich willkommen, kann ich nur sagen, an alle Damen und Herren. Aber es sind doch vor allen Dingen Freunde, und vor allen Dingen auch an Fritz, dem ich gute Besserung wünsche, und an Brigitte Pilz. Du hast es mit Recht gesagt, also das ist für mich immer besonders interessant. Wir feiern dann auch wirklich im LD-Haus. Es gibt dann auch noch was zu trinken und zu essen und das gesellige Zusammensein, das dauert allemal 4-mal so lang wie die ganze Preisverleihung. Und das zeichnet das natürlich auch aus und das ist auch eine schöne Sache, aber das war's, das geht halt nicht und eigentlich sollte es so sein und ich glaube, dieses Corona-Jahr ist das eigentliche Jahr, eigentlich, was man alles machen wollte. Aber wir sind ja jetzt hier nicht im NS-Doc, das sieht man. Ich musste nach Hause eilen, nicht weil man denkt, ich wäre so faul und hätte jetzt hier immer Homeoffice. Habe ich nicht, sondern ich muss sehr präsent sein, weil wir im Moment umbauen. Ich bin nur deswegen da, weil die Technik der Stadt es nicht zulässt, zu zoomen. Das ist dann Datenschutz und deswegen ist das alles hier privat. Also um Umwegen kann man einen begrüßen hier und alle zusammen. Und das Besondere dabei ist, dass ich das immer gleich 2-mal gerne mache. Nämlich, du hast es gesagt, nämlich als Direktor des NS-Doc und auf der anderen Seite als Vorstandsmitglied der Bild-Stiftung. Das sind sehr stringent organisierte Vorstandssitzungen, immer mit einem sehr schnellen Protokoll und dergleichen. Und das Besondere dabei ist ja, dass Fritz Pilz und Brigitte Pilz doch etwas gemacht haben, was aller Ehre würdig ist. Sie hatten plötzlich ein Vermögen in der Hand von der Mutter von Fritz und haben daraus diese Stiftung gemacht. Und der Preis, der ausgezeichnet ist, das ist eben das Wesentliche auch. Der fördert dann so etwas wie Völkerverständigung, den Kampf gegen Minderheiten, setzt sich ein für Bildung und für andere Formate. Und wir haben eine Reihe von interessanten Preisträgern, das muss man sagen. Und manchmal ist es allerdings so, das sehe ich dann auch immer wieder und denke, die müssen doch eigentlich schon mal dran gewesen sein, weil die zum einen bekannt sind, zum anderen es auch verdient haben. Und das trifft auch in diesem Jahr zu mit dem Kulturforum Türkei-Deutschland ist es ein Preisträger, der ja alle diese Kriterien so wunderbar erfüllt. Also ihr wart mit Recht jetzt mal dran und es ist eine wirklich sehr gute Wahl und man kann es fast nicht verstehen, dass bislang ihr jetzt noch nicht zu einem Vorschlag gekommen seid. Denn es geht um Völkerverständigung im engsten Sinne des Wortes. Das ist der zentrale Begriff in der Satzung auch der Bild-Stiftung.
Es geht um das Miteinander, es geht um Menschenrechte, es geht um den Kampf gegen Diskriminierung. Und da ist das Kulturforum seit vielen Jahren ein unglaublich wichtiger Player, wenn man das so sagen darf, hat einen großen Einfluss in diesem Bereich. Und es ist sicherlich auch mit deinem Namen, Osman Okan, sehr eng verbunden. Aber ihr habt da sehr viel erreicht in der Form, das muss man sagen. Ist auch eine Notwendigkeit, das wird sicherlich nachher noch ausführlich beschrieben, dass eine solche Tätigkeit, wie notwendig die ist und wie wichtig das ist für ein Klima der Stadtgesellschaft und sicherlich auch darüber hinaus. So gesehen kann man sich nur freuen, dass der BILS-Vorstand das Kulturforum Türkei-Deutschland zum Preisträger gewählt hat. Das ist ohne Frage ein sehr würdiger Preisträger. Dorian wird das ja nachher noch wunderbar erklären. Und ich kann nur sagen, vielleicht ist es ein Anlass zu sagen, auch wenn es so viele Jahrzehnte sind der Tätigkeit, wir machen weiter, wir entwickeln uns. Vielleicht gelingt es auch, sich so aufzustellen, dass es professionelle Strukturen ermöglicht in der Form. Ihr werdet gebraucht und das zunehmend. Und vielleicht ist der BILS-Preis eine entsprechende kleine Anregung dazu. Soweit also mein Grußwort zur BILS-Preisverleihung 2020. Übrigens in der Hoffnung, dass wir den nächsten Preisträger 2021 wieder live sehen können im LD-Haus. Und vielleicht kann dann doch von dem BILS-Vorstand, ich nehme das mal vorne weg, dann der Preisträger von 2020 zusätzlich eingeladen werden, damit wir euch auch nochmal live erleben können. Also in der Form vielen Dank und jo, das war's dann, das Grußwort. Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Werner. Das wäre doch wirklich sehr schön, wenn wir 2021 dann wirklich gemeinsam und auch anstoßen können auf diese Auszeichnung. Nicht nur Wasser trinken. Nicht nur Wasser trinken, genau, sondern Wein, wie es sich gehört. Ja, jetzt möchte ich das Wort Fritz BILS übergeben. Und zwar für seine Begründung, warum er das Kulturforum Türkei-Deutschland ausgezeichnet hat im Jahr 2020. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte Sie im Namen der BILS-Stiftung ganz herzlich zur BILS-Preisverleihung 2020 begrüßen. Beginnen möchte ich meine Rede mit einem Blick auf die deutsche und türkische Politik, deren Auswirkungen die Arbeit des Kulturforums Türkei-Deutschland bestimmen. Richten wir zunächst unser Augenmerk auf die Politik Erdogans in der Türkei. Geprägt vom Islamismus und übersteigertem Nationalismus hat das Regime die Gesellschaft in der Türkei stark polarisiert und eine Pogromstimmung erzeugt. Das zeigt sich an gewalttätigen Aktionen gegenüber Kurden und armenischstämmigen Menschen. Wer sich für Frieden in der Region Bergkarabach ausspricht, wird als Verräter beschimpft und von Nationalisten mit Gewalt bedroht. Gesellschaftliche Werte werden zersetzt, Vorurteile werden verstärkt. Das drückt sich aus in Lynchangriffen gegen Armenier und Kurden. Nicht die Gewalttäter werden angeklagt, stattdessen Urteile gegen tausende kritische und oppositionelle Bürger, Journalisten, Akademiker, Künstler und Politiker erlassen, die unter den Generalverdacht der Terrorunterstützung gestellt werden. Die Gewalt gegenüber Frauen wächst bis hin zu deren Ermordung, ebenso sexuelle Gewalt gegen Kinder. Erdogan setzt das Parlament als Legislative außer Kraft und regiert mit Dekreten und Erlassen. Er lässt Bürgermeister verhaften und entsendet Zwangsverwalter. Zivilgesellschaftliche Organisationen und Lehrkräfte ersetzt er durch islamisch-konservative Organisationen und Absolventen der Imamschulen. Seine osmanischen Großmachtfantasien führen zu Aggressionen und Kriegen gegenüber den Nachbarn. Dieses kriegerische Verhalten soll vom wirtschaftlichen Desaster ablenken. Die Korruption im Lande hat eine nie dagewesene Dimension erreicht.
Aber auch nach Deutschland steckt Erdogan seine Finger aus. Über hier lebende AKP-Anhänger und ihre Organisationen schickt er Nationalismus und Islamismus in unser Land. Nationalisten spionieren oppositionelle Kurden und Türken in Deutschland aus, denunzieren und bedrohen sie. Kritisiert man dieses Verhalten, pochen sie hier auf Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit und Organisationsfreiheit, Werte, die sie selbst in ihrem Land ablehnen und unterdrücken. Erdogan-Kritiker wie Can Dündar oder Cem Özdemir werden bedroht und brauchen Personenschutz. Gegner des Erdogan-Regimes werden als Terroristen verunglimpft. Gleichzeitig wird Deutschland, wenn es sich schützend vor diese Menschen stellt, als Unterstützer von Terroristen beschuldigt. Das sind die Rahmenbedingungen für die Arbeit des Kulturforums Türkei-Deutschland. Es hat sich gegründet, um gegen diesen von der AKP-Regierung geschürten Hass zu wirken. Ein friedliches Miteinander von Türken, Kurden und Armeniern ist ihr Ziel. Um dies zu ermöglichen, braucht es politische Forderungen an die deutsche Bundesregierung, um Erdogan und seine AKP-Regierung die Grenzen aufzuzeigen. Sofortiger Stopp aller Waffenlieferungen an die Türkei, denn diese dienen der Unterdrückung der eigenen Bevölkerung. Sie dienen der kriegslüsternen Politik der Türkei gegenüber Armenien, Syrien, Libyen und Libanon und richten dort großes Unheil unter der Zivilbevölkerung an. Die Lieferungen geschehen trotz des mit großer Mehrheit beschlossenen Waffenembargos gegenüber den Staaten, die in Krisengebieten an Kriegen beteiligt sind. Immer wieder schafft es die deutsche Waffenlobby in ihrem Interessenvertreter der Deutschen Gesellschaft für Wehrkunde, dem deutschen Pendant übrigens der verbrecherischen amerikanischen National Rifle Association, dieses Waffenembargo zu durchbrechen. Genau wie diese Verbrechen Deutschlands der NS-Zeit aufgearbeitet wurden, müssen eine Aufklärung über die Verbrechen des Osmanischen Reiches der späteren Türkei gegen die Armenier, Kurden und Griechen erfolgen, die oft mit logistischer Unterstützung durch das Deutsche Reich als Bündnispartner geschah. Die Oppositionsbewegungen in der Türkei müssen finanzielle, logistische und publizistische Unterstützung durch Deutschland bekommen. Alle finanzielle Unterstützung der Türkei müssen gestoppt werden, solange die AKP-Regierung mit Erdogan am Ruder ist. Und die AKP-Aktivitäten in Deutschland müssen streng kontrolliert und unterbunden werden. Das Kulturforum Türkei-Deutschland braucht Unterstützung. Es muss endlich mit einer dauerhaften, soliden finanziellen Unterstützung ausgestattet werden und entsprechende Räume müssen für seine verdienstvolle Arbeit von der Stadt erhalten. Es ist ein Trauerspiel, dass sich die Zuschussgeber nicht einig sind, ob aus dem Kulturetat, dem Etat der Integrationsbehörde oder dem Topf für Migration Geld fließen soll. Sie schieben sich den schwarzen Peter hin und her und keiner fühlt sich zuständig. Die Stadt Köln muss Fördermöglichkeiten finden, um diese Informations-, Aufklärungs- und Beratungsarbeit zu finanzieren. Es ist in unserem Interesse, dass diese wertvolle Organisation, das Kulturforum Türkei-Deutschland, sich auf eine sichere und dauerhafte Finanzierung verlassen kann. Beenden möchte ich meine Rede mit einem Gedicht des türkischen Schriftstellers Nazım Hikmet, der 1963 im Moskauer Exil gestorben ist und fast 15 Jahre seines Lebens in türkischen Gefängnissen verbracht hat. Er schrieb dieses Gedicht im Gefängnis in den 1940er Jahren. Es geht über sein Land. Es jagt im Galopp aus Mittelasien daher und streckt seinen Stutenkopf ins Mittelmeer, unser Land. Füße nackt, Zähne geklammert, blutig die Hand, ein Boden wie seidener Teppich, so weit ist unsere Hölle, ist unser Himmelreich. Nie mehr sollen Menschen Knechte von Menschen sein. Jede ist weit, ohne Grenzen, wir laden euch ein, kommt bald. Leben einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald ist unser Traum. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, aber zum Schluss möchte ich jetzt diese Urkunde dir, lieber Osman, überreichen. Da drin ist natürlich auch der Scheck über die
5.000 Mark, nämlich der Bildspreis 2020, den ihr euch redlich für eure Arbeit verdient habt. Ja, danke, lieber Fritz. Und es sind natürlich nicht 5.000 Mark, sondern 5.000 Euro. Und ich habe diese Urkunde dann mit dem Scheck von Fritz entgegengenommen und werde sie dir, lieber Osman, sehr gerne überreichen. Vielen Dank. Bevor wir zur Laudatio von Doğan Akanlı kommen, möchten wir noch einen kurzen Film über die Arbeit des Kulturforums uns ansehen, um einfach ein Bild, also diejenigen, die das Kulturforum nicht kennen oder die noch keine Veranstaltung vom Kulturforum besucht haben, damit man sich ein Bild machen kann. Wie sieht denn das aus, wenn das Kulturforum aktiv ist? Mit seinen bundes- und europaweit initiierten Projekten und Veranstaltungen unterstützt das Kulturforum seit 25 Jahren den interkulturellen Dialog im europäischen Kontext. Internationale Begegnungen zwischen Schriftstellern, Musikern und anderen Künstlern von Weltrang, griechisch-türkische Filmtage und schließlich das Mittelmeer-Filmfestival, initiiert vom Kulturforum, standen Pate für viele weitere örtliche Initiativen im gesamten Bundesgebiet, nach dem Motto qualitativ hochwertig und auf gleicher Augenhöhe. Ein wichtiger Partner des Kulturforums ist die Freundschaftsinitiative Griechenland-Türkei. Ins Leben gerufen von Mikis Theodorakis und Sülfü Livaneli nach einem unvergessenen gemeinsamen Konzert in der Kölner Philharmonie 1987. Günter Grass, Yashar Kemal und Aziz Nesin waren die ersten Ehrenvorsitzenden des Kulturforums, die sich für einen offenen Kulturdialog, für Menschenrechte, Demokratie und Minderheitenrechte einsetzten. Unter diesem Zeichen unterstützt und berät das Kulturforum Projekte wie die Türkische Bibliothek des Unionsverleihes und lädt seit vielen Jahren herausragende Schriftsteller aus der Türkei nach Deutschland ein. Im Laufe der Jahre entstanden mehrere Dokumentarfilme als eigene Projekte, auch für den WDR und für Arte. Mutig, erfolgreich und zugleich politisch unbequem sind auch die sechs Autoren, die in der Reihe Menschenlandschaften porträtiert wurden. Von Klassik bis Rap. Das Kulturforum präsentiert immer wieder internationale Stars und Talente aus unterschiedlichen musikalischen Traditionen und Stilrichtungen. Auf Veranstaltungen, die von Kammermusik bis zu Open-Air-Konzerten in Stadien reichen. An den deutsch-türkischen Journalistenaustauschprogrammen des Kulturforums nahmen über 150 Journalisten aus Deutschland und der Türkei teil, mit Tagungen und Reisen ins jeweils andere Land. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfing schon dreimal eine Delegation des Kulturforums zu Off-the-Record-Gesprächen an ihrem Kabinettstisch. Das neue mehrsprachige Medienprojekt des Forums New Media for New Europeans, zuletzt auf einem Hearing des Europaparlaments in Brüssel präsentiert, stößt auf großes Interesse bei Parlamentariern und in der EU-Kommission. Im 25. Jahr seines Bestehens entwickelt das Kulturforum weitere Projekte, um verfolgten Künstlern, Journalisten sowie Akademikern und Akademikerinnen in und aus der Türkei beizustehen. Viele von ihnen mussten vor Repressalien ins Ausland fliehen. Der Rechtshilfefonds in Kooperation mit Litkolon konnte bereits in mehreren Fällen in Not geratenen politisch verfolgten Menschen und ihren Familien helfen. In Zusammenarbeit mit Journalistenverbänden, dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und dem Internationalen Presseinstitut in Wien setzt sich das Kulturforum dafür ein, durch Spenden und Abo-Kampagnen das Überleben der demokratischen Medien zu sichern. Wir wollen unsere Solidarität aussprechen. Der Schriftsteller Doğan Akanlı. Nicht nur für dieses kleine Land gefährlich. This morning the Turkish police raided Mesopotamia Agency. Sie werden diskriminiert, ihnen wird ihre Identität aberkannt. The same number of people, 40.000 per year, for political reasons. Das Kulturforum dankt Ihnen.
allen Freunden, Unterstützern und Förderern, Kooperationspartnern und ehrenamtlichen Mitstreitern und zählt weiterhin auf ihr Vertrauen und ihr Engagement. So, jetzt haben wir uns ein Bild machen können, was das Kulturforum über all die Jahre an interessanten Aktivitäten mit ganz wunderbaren Menschen, Intellektuellen, Denkenden und Menschen, die Widerstand leisten und sich für Frieden, Freiheit, Demokratie einsetzen. Ja, und noch mehr dazu werden wir jetzt in der Laudatio von Doğan Akhanlı hören. Lieber Doğan, du hast das Wort, bitte. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich und bedanke mich für die Möglichkeit, bei der heutigen Feier eine Laudatio zu halten. Das ist für mich natürlich eine große Ehre, hier sprechen zu dürfen. Kulturforum Türkei-Deutschland oder Ort der Aufarbeitung, Kulturvermittlung und Solidarität. Prolog. Als der armenische Journalist Hrant Dink die Wochenzeitung Agos in Istanbul ins Leben rief und damit einen lebendigen Dialog zwischen der Tätergesellschaft und der Gesellschaft der Überlebenden begründete, nahm ich eine Veranstaltung des Kulturforums in Köln teil. Die vor einem Vierteljahrhundert organisierte Veranstaltung mit dem Titel Touren der Vielfalt, meine literarische und politische Arbeit enorm inspiriert und erinnere mich an einen Studenten aus Aachen, der amüsant und gleichzeitig bitter schilderte, wie der Istanbuler Beamte auf seinem Ausweis Jude als seine Identität eingetragen hatte. Er sagte dem Beamte gegenüber, dass er nicht Jude, sondern Armenier, damit Christ sei. Darauf erwiderte der Beamte, Armenier oder Jude, es ist ja gleich. Ich erinnere mich an den kurdischen Intellektuellen Hüseyin Erdem, der über die Täterrolle der Kurden während der Genozid an den Armeniern sprach. Erdem wies darauf hin, dass Kurden, die heute selbst Opfer der repressiven türkischen Staates sind, damals beim Genozid oftmals selbst Täter waren. Ich erinnere mich an den Istanbuler Unternehmer Isaac Alator, der erzählte, wie das Eigentum der jüdischen, armenischen und griechischen Minderheiten durch die antisemitische, rassistische Vermögenssteuer regelrecht geraubt wurde. Das passierte während des Zweiten Weltkrieges, als die Nazis die europäischen Juden, Roma und Sinti fast ausgelöscht haben. Ich erinnere mich an den Schriftsteller und Musiker Zülfü Livaneli, der die Menschenrechtsverletzungen und Pressefreiheit in der Türkei thematisierte. Einer der Podiumsteilnehmer war Raf Giordano. Giordano stellte am Ende die Frage, warum die türkischen Intellektuellen, die sich unermüdlich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen, schweigen, wenn das Thema Armenier-Genozid zur Sprache kommt. Giordano wusste, wovon er redete. Er wurde nämlich selbst zum Ziel der Bedrohung von türkischen Nationalisten, als sein Dokumentarfilm »Die armenische Frage existiert nicht mehr« mit Fragezeichen im WDR gesendet. Ich möchte damit unterstreichen, Tuforum zu den wichtigen Pionieren im deutschsprachigen Raum gehörte, die eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Gewaltgeschichte der Türkei initiiert und dabei massive Angriffe in Kauf genommen. Kulturforum Teil der Revolte. Anfang der Millennium erlebte die Türkei die Geburt, vielleicht auch die Wiederauferstehung der Zivilgesellschaft, die 20 Jahre zuvor in einem Militärputsch niedergeschlagen worden war. Sie wollte Gerechtigkeit, aber sie dachte dabei nicht an die Opfer des Massenmordes zu Beginn des vorausgegangenen Jahrhunderts. Für sie hieß Gerechtigkeit Erfolg im Kampf für die Demokratie und Menschenrechte jetzt. Heute,
Der Völkermord sparte sie in ihrem Denken und Wollen aus. Die türkische Zivilgesellschaft verkannte deshalb auch den unüberbrückbaren Konflikt zwischen sich und den Armeniern in Im und Ausland. Bis zum Mord an Hrant Dink im Jahr 2000. Getötet wurde, weil er in seiner Zeitung Agos vor der Geschichte der Adoptivtochter des türkischen Staatsgründers Atatürk erzählt. Sie war Armenierin, ihre Eltern wurden 1915 umgebracht. Nach der Enthüllung ihrer so lange verleugneten Biografie heulten die Nationalisten auf und sie begannen eine öffentliche Hetzkampagne gegen den Freund des Kulturforums Hrant Dink. Sie bedrohten ihn, sie erklärten ihn für vogelfrei und schließlich ermordeten sie ihn 2007 in Istanbul. Polizisten nahmen den Täter fest, aber sie sperrten ihn nicht in eine Zelle, sondern feierten gemeinsam mit dem Mörder die Tat. Hrant Dink war es zu Lebzeiten lediglich gelungen, eine Minderheit der türkischen Bevölkerung dafür zu gewinnen, Neigen zum Völkermord an den Armeniern zu beenden und die Aufarbeitung zu fordern. Nach seiner Ermordung und der öffentlichen Rolle des Staates dabei entwickelte sich allerdings eine Bewegung, die regelrecht zu einer Revolte wurde. So offensichtlich war mit dem Mord geworden, dass eine verleugnete Gewaltgeschichte niemals nur stumme Geschichte bleibt. Dass sie nicht einfach Staub in den Akten ansetzt. Dass sie niemals vergeht, sondern dass sie tötet. Immer wieder tötet. Wie mit einem Fluch belegt, dem Fluch der Wiederkehr. Diese Massenproteste nach der Ermordung von Hrant Dink waren die erste Revolte für historische Gerechtigkeit in der Türkei. Das war ein epochaler Erkenntnis. Das Kulturforum hat 2008 gemeinsam mit dem Menschenrechtsverein Türkei Deutschland, TÜDAY, das Hrant Dink Forum gegründet. Seitdem werden zahlreiche Gedenkveranstaltungen in Köln durchgeführt. In diesem Zusammenhang ist der Dokumentarfilm Mordfall Hrant Dink, Armenier in der Türkei von Osman Okan unbedingt zu erwähnen. Es ist kein Zufall, dass das Kulturforum wieder gemeinsam mit TÜDAY eine Gedenkveranstaltung für Tahir Elçi organisiert hat. Am 28. November 2015 wurde der kurdische Rechtsanwalt Tahir Elçi am Heiligen Tag und in aller Öffentlichkeit in Diyarbakır ermordet. Elçi war Vorsitzender der Anwaltskammer Diyarbakır und ein international anerkannter Menschenrechtler, der sich für eine friedliche Lösung der kurdischen Frage einsetzt. Forum als Vermittler der Transkulturalität. Ich lese aus der Webseite des Kulturforums heraus, dass das Kulturforum Türkei-Deutschland in den 1980er Jahren durch Kulturschaffende und Medienexperten gegründet wurde. Obwohl dort keine Namen erwähnt wurden, ist nicht schwer zu vermuten, dass einer davon Osman Okan sein muss. Sein Engagement ist mit dem Kulturforum so eng verbunden, dass ich trotz meiner Recherchen nicht konkret benennen kann, wo das Kulturforum beginnt und wo Osman Okan endet. Bevor das Kulturforum als Begriff in Köln auftauchte, war Osman Okan schon ein bekannter Junge. Seine Stimme war den Einwanderern aus der Türkei sehr vertraut. Als Moderator führte er viele Jahre durch die türkischsprachige WDR-Information-Sendung Köln Radyosu, brachte deutsch-türkische Themen ein, erklärte und kommentierte sie einem breiten Publikum.
Kann Radio Suva für die Menschen, die als Gastarbeiter nach Deutschland geholt worden waren, nicht nur eine seriöse Radiosendung, sondern auch eine Stimme, in der sie eine Heimatgefühl bekommen. Zudem hat Osman Okan bis heute viele beachtliche Filmdokumentationen für die Fernseher herausgegeben. Die Themen befassten sich mit der zeitgenössischen Türkei, ihrer politischen Zerrissenheit und ihren Widersprüchen sowie ihren intellektuellen Führungsfiguren und den ambivalenten Geschichten. Osman Okan ist einer der wenigen Pioniere, der sich leidenschaftlich in der interkulturellen Kulturvermittlung zwischen der Türkei und Deutschland und im Kulturforum Türkei-Deutschland engagiert hat. Das Kulturforum initiierte zahlreiche Projekte. Begegnungsprogramme führten hunderte Journalisten und Journalistinnen aus der Türkei, aus Deutschland und aus Armenien zusammen. In zahlreichen Treffen sprechen die Medienmacher mit der hochrangigen Politik. Das Kulturforum ist bis heute Veranstalter unzähliger Symposien, Konferenzen und Kunst-, Kultur- und Literaturveranstaltungen. Eine der wichtigsten Personen im Hintergrund, der in der Entstehungsgeschichte des Kulturforums eine wichtige Rolle spielte, war Cenab Osman. Da er sowohl die türkische als auch die deutsche Sprache perfekt beherrscht, übersetzte er die intellektuellen Gäste aus der Türkei so präzise und so eindrucksvoll, dass man nicht genug davon bekam. Im Kulturforum als Ort der Solidarität. Die auf dem Weg zur Demokratisierung unternommenen Schritte wurden in der Türkei alle 10 Jahre durch Militärputsche und militärische Memoranden unterbrochen und der Ausnahmezustand wurde in der Türkei zu Recht. Erdogan zunächst den Eindruck erweckte, ein Reformer zu sein, hat im Laufe der Jahre immer mehr despotische Züge angenommen. Der Putschversuch vom 15. Juli 2016 diente ihm, seine Macht zu erhalten. Innerhalb der kürzesten Zeit stieg die Türkei zu dem Land mit den meisten inhaftierten Journalistinnen und Journalisten und Schriftstellerinnen und Schriftsteller weltweit auf. In kürzester Zeit wurden tausende Menschen verhaftet und aber tausende aus ihren Ämtern entlassen. Viele flohen ins Exil. Das Kulturforum setzte seine Solidaritätsarbeit fort. Es wurden viele Einzelveranstaltungen sowie eine Reihe von langfristigen Projekten konzipiert und in Kooperation mit den verschiedenen Partnern umgesetzt. Mit der Lesereihe Stimmen der Freiheit machte das Kulturforum die Werke der verfolgten, verbotenen, inhaftierten Schriftstellerinnen und Schriftsteller einem breiten Publikum bekannt. Zusammen mit Cologne hat das Kulturforum Türkei-Deutschland einen Rechtshilfefonds gegründet. Dieser Rechtshilfefonds konnte seit seiner Gründung mit Hilfe von zweckgebundenen Spenden von einer Vielzahl von Menschen in und aus der Türkei auch Material helfen. Zum Schluss möchte ich erwähnen, dass ich persönlich die Solidarität 2010 und 2017 während meiner Verhaftungen in Istanbul und Granada selbst erfahren will. Erlauben Sie mir eine persönliche Erinnerung, die mich mit Osman Okan und Kulturforum verbindet. Als ich 2010 aus der Haft entlassen wurde, rief Osman Okan mich in Istanbul an. Wir haben uns in einem Café am Bosporus getroffen. Er brachte mir eine Flasche Rotwein mit. Nun habe ich auch einen Rotwein zur Feier des Bildpreises dabei. Das überrascht mich. Vielen Dank.
werde Sie später überreichen. Ich gratuliere dem Preisträger ganz herzlich und erhebe ich ein Glas Rotwein auf alle, die das Kulturforum bis heutigen Tag begleitet haben und ihn in die Zukunft begleiten. Also Prost. Ganz herzlichen Dank. Lieber Osman, nimm einen Schluck Wasser. Ich möchte ganz kurz, wenn ihr erlaubt, vorlesen, was denn, weil das wäre ja jetzt, wenn wir im Saal wären, was ich gerade in die Kamera kurz gehalten habe, was nämlich auf dieser Urkunde steht. Der Bildspreis 2020 in Höhe von 5.000 Euro wird verliehen an den Verein Kulturforum Türkei Deutschland e.V. Begründung. Seit über 25 Jahren hat sich das Kulturforum Türkei Deutschland zur Aufgabe gemacht, grenzüberschreitende kulturelle Begegnungen, Austausch und Verständigung zu organisieren und die Verbesserung des Zusammenhalts der Kulturen in der vielfältigen deutschen Gesellschaft mittels Kultur- und Medienarbeit herzustellen. Dabei geht es dem Preisträger besonders um die Aussöhnung zwischen den armenischen, kurdischen und türkischen Kulturen. Das Kulturforum Türkei Deutschland leistet damit einen herausragenden Beitrag zur Völkerverständigung. Unterzeichnet von Dr. Fritz Bilz, Stiftungsvorsitzender. Lieber Osman, du hast jetzt das Wort. Vielen Dank, Ciler. Vielen Dank, liebe Brigitte und Fritz Bilz. Vielen Dank, Doğan Akkanlı. Vielen Dank, Werner Jung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wir sind sehr gerührt und geehrt über all die Aussagen, die heute Abend über uns, über unsere Arbeit gesagt worden sind. Und wir fühlen uns geehrt auch mit dieser Wahl der Jury für den diesjährigen Bildspreis, den wir entgegennehmen dürfen. Mit diesem Preis wird die Arbeit von unzähligen Menschen gewürdigt, die im Kulturforum bis jetzt gearbeitet haben für unsere gemeinsamen Ziele, Medienschaffende, Kulturschaffende und vor allem Menschenrechtsaktivistinnen hier in Deutschland, aber auch in der Türkei und die mit uns gemeinsame Ziele verfolgen in Griechenland, in Armenien, in den anderen Ländern. All diese haben in den vergangenen 30 Jahren unter dem Dach des Kulturforums, eben in diesem Forum, versucht, Impulse zu setzen für eine friedlichere Welt, für Demokratie und Menschenrechte, für Vielfalt und Toleranz und gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit. Ich denke, ganz im Sinne der Bildstiftung, zu deren Zielen und Wirken wir uns intensiv verbunden fühlen. Unser ganzes Engagement und unser Einsatz gilt und galt der Förderung und Verbreitung derselben Ideale. Das darf ich vielleicht als eine der Initiatoren und Mitwirkenden des Kulturforums quasi seit seiner Geburtsstunde mit gutem Gewissen behaupten. Wir danken voller Rührung und Stolz, denn wir dürfen uns vielleicht auch ein wenig stolz fühlen darauf, dass in einem denkwürdigen, von einer Pandemie gekennzeichneten Jahr, in dem Förderung von Kultur und Kunst nur am Rande eine Rolle spielt, wir als eine Kultureinrichtung mit diesem Preis ausgezeichnet werden. Auch das gehört zu unseren uns selbst gestellten Herausforderungen, dass wir uns für die Rechte der Minderheiten, für die Rechte der Benachteiligten einsetzen und für eine offene und ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kämpfen, damit wir gemeinsam an einer friedlichen und gerechten Zukunft mitwirken können, ob in Deutschland, in der Türkei oder irgendwo auf der Welt. Deshalb widmen wir diesen Preis auch all denen, die sich für diese Ideale eingesetzt haben und einsetzen, zum Teil unter Einsatz ihres Lebens, zum Teil unter Androhung von Folter und Unterdrückung. Wie dies zurzeit in vielen Regionen dieser Welt, aber vor allem in der Türkei der Fall ist.
in der alle politisch Andersdenkende, aber auch Kurden, Armenier, Griechen, Aleviten und andere Minderheiten allein aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer Sprachzugehörigkeit, Religionszugehörigkeit verfolgt und unterdrückt werden. Vor den Augen der westlichen Welt, die sich gerne auf ihre Werte beruft und doch lieber wegschaut, wenn moralische Anforderungen wirtschaftliche Konsequenzen haben, wie auch bei der unmenschlichen Behandlung der Flüchtlinge deutlich wird. Einmischung erwünscht, sagte immer wieder Heinrich Böll, den ich als junger WDR-Reporter einige Male besuchen durfte in Bornheim an dem Tisch, wo er sich mit Lew Kopelew, der damals bei ihm Zuflucht, Brot und Tee fand. Und an diesem Tisch sind die ersten Impulse auch entstanden, die zur Gründung des Kulturforums praktisch geführt haben. Diese Vielfalt von Kulturen, der deutsche Literat, der Nobelpreisträger, der mit einer Vielfalt von Ideen kam, der russische Dichter, der übrigens auch ein enger Freund von Nazım Hikmet war, den Fritz Wills so liebevoll zitiert hat. Und diese Kulturvielfalt, dieser Zusammentreffen der Kulturen und der moralisch-ethischen Vorstellungen von einer friedlichen Welt, die mit Mitteln der Literatur, mit Mitteln der Kunst und Kultur verbessert werden kann. Die ersten Impulse entstanden hier, die schließlich zur Gründung des Kulturforums führten, und permanente Einmischung gegen die Missstände in Politik und Gesellschaft haben auch unsere ersten Ehrenvorsitzenden Jascha Kemal und Günter Grass ebenso praktiziert wie viele engagierte Kunst- und Kulturschaffende, alle Menschen, die sich gegen Unrecht und Unterdrückung auflehnen. Deshalb werden wir weitermachen und uns weiterhin einmischen, uns mit der sanften Gewalt der Vernunft nach Brecht und mit Mitteln der Kunst und Kultur für die Benachteiligten ansetzen. Dieser Preis, der Bildspreis, ist für uns ein Ansporn auf diesem Wege und dafür danken wir Ihnen allen ganz herzlich. Ja, räumlich auf Distanz, aber in unseren Herzen ganz nah beieinander haben wir diese andere Form von Preisverleihung heute durchgeführt. Wir möchten von hier aus noch einmal unsere herzlichen Grüße und Genesungswünsche an Fritz Bilz schicken. Und schließen möchten wir wieder mit einem Rückblick, aber ein schöner Rückblick ist es, nämlich wir möchten mit Musik schließen. Mit Musik vom 20-jährigen Jubiläum des Kulturforums damals im Sendesaal des WDR im Funkhaus am Wallraffplatz. Mit dabei waren unter anderem Anne Denian, Mehmet Akbaş, Ara Dinkcian, Maria Faranturi und Zülfü Livaneli mit Liedern in türkischer, kurdischer, griechischer und armenischer Sprache. Und diese Künstler haben wunderbar demonstriert, wie wir doch alle friedlich und geschwisterlich und wunderbar miteinander zusammenleben können. In diesem Sinne, vielen Dank euch und einen schönen Abend und vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Dankeschön.
خاشرو ها خاشرو گیتا گراتبه رو اشی تا موی سرو زلکی فمای زلکی فمای زلکی فمای میبر رو کنم و امو امو نتبانه نامه بو گیتا سخه رامه بو زلکی بخت و سر ببا امو امای میرو دوره راز ده بیرو یارو دستای و زیرو başımı giderim denizden yeni çıkmış ağların kokusunda gün olur alır başımı giderim denizden yeni çıkmış ağların kokusunda şu ada senin bu ada benim yer kovan kuşlarının peşi sıra şu ada senin bu ada benim yer kovan kuşlarının peşi sıra gün olur başıma kadar güneş gün olur başıma kadar mavi gün olur alır başımı giderim